Jo Leute, willkommen zurück hier in der Mine. In der Spalte in der Mine bei Life in the Woods. Da unten sieht man noch die große Mine und da ist noch längst nicht alles abgegrast. Nur es ist mir einfach zu viel gerade. War ja nur auf der Suche nach Eisen und da habe ich jetzt über ein Stack. Und wir nehmen auch noch ein bisschen mit. Wir müssen ja auf die andere Seite hier jetzt von der Schlucht. Da war ja... Ach, da liegt auch noch was. Okay, weil an der anderen Seite der Schlucht war ja unser Aufgang da hinten. Da boxen wir uns jetzt hier durch. Und die ging echt so drei Ebenen nach unten, diese Mine. Also in den Kisten habe ich nicht viel gefunden. Da war unter anderem... was waren da? Lata-Setzling und... Na, Dorn, was, die sind sinnlos. Und da war da noch ein Setzling. Wo ist denn der hin? Für ein Skelett. Geh weg. Bitte geh. Warte mal, da war doch noch ein anderer Setzling. Den konnte ich beim letzten Part doch nicht aussprechen. Valyx-Setzling. Hätte ich den jetzt nicht gefunden, hätte ich gesagt, guck da mal im letzten Part. Aber ich bin ja so nett. Boah, das ist doch echt noch lange nicht alles hier. Aber ich werde es auf jeden Fall auch nochmal ausleuchten, so weit wie ich komme. Also überall, wo ich vorbeikomme, besser gesagt. Das ist besser gesagt, ja. Sieht man auch wieder überall Eisen, Quatsch, Eisensalz, aber das brauche ich nicht mehr. Das macht er jetzt bei mir automatisch. Komme ich irgendwie darüber? Ich habe das Gefühl, das ist... nicht da hinten. Das muss doch da sein. Okay, dann bauen wir uns dann da hinten gleich hoch, aber ich gehe noch mal jetzt hier in die Nebenschächte. Achso, da gibt's gar keinen. Hier geht's noch mal runter. Oh, so direkt? Nee, habe ich keinen Bock. Dann gehe ich noch mal hier lang. Das ist zu dunkel, meiner Meinung nach. Ah ja, oh, hier ist zwei Eisen. Was bringen die Dornen, Alter? Na gut, die kann man nicht abbauen, ne? Da kriegst du einen fetten Dornenschlag. Oder könnte man die abbauen, wenn man den Block da drunter wegnimmt? Ja, hier ist jetzt Feierabend. Hier wird nicht gepennt. Hier war ich schon. Von der anderen Seite. Da hatte ich aber keinen Bock mehr. War mir zu viele Spinnen. Irgendwie ist gerade ein bisschen wenig Eisen hier zu sehen. Das brauche ich nicht, um Feuer zu machen. Ich muss immer echt den ganz schnellen Blick nach links und rechts haben. Hat mich im letzten Part auch ein Creeper überrascht. An so einer Stelle. Und ich hatte auch im letzten Part gesagt, was findet ihr, wenn wir... Also muss ich natürlich mit dem Corti noch absprechen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir sagen, jeden Mob-Spawner, den wir irgendwo finden, dürfen wir uns dann im Game-Mode geben und dann aufbauen. Zum Beispiel in einer Mob-Farm. Boah, wie weit geht das hier runter? Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Weil man sonst keine Möglichkeit hat, an diese Spawner ranzukommen. Und so kann man die dann, wenn man die entdeckt und da nicht stirbt sozusagen, den dann da abbaut, gibt man sich den dann einfach. Eure Meinung, jetzt oder nach dem Video, in die Kommentare. Oh. Mensch, das lohnt sich doch sogar mal hier. So, komm schon. Da ist ja noch einer. Das war dumm. Denn da wollte ich nicht. Dahinter. Da. So, ich gehe nach oben. 1,5 Stacks. Das reicht jetzt erstmal. Wo ging's nach oben? Irgendwo da hinten, ne?
Oh, guck mal. Boah, hier gibt's echt Eisen. Diese Minen bringen mal was. Ich brauche davon einfach so viel. So, ich muss kurz gucken. Da, hier hinten muss es rausgehen. Muss ich mich aber hochbauen. Also, aus irgendeinem Grund ist das Wasser nicht mehr da. Oder ich bin ja echt komplett falsch mit meiner Orientierung. Orient. Im Orient rennen Tiere rum. Von Orientierung weicht. Haha, wie dumm. Ja, manchmal sind sie low. Ach, weil das wieder eingefroren ist. Aber das ist die Stelle. Hier sehen wir nochmal diesen wunderschönen Baum. Nein, nicht im Dunkeln. Komm schon. Hui, der war knapp. Kein Bock jetzt auf Kämpfen. Das Dorf wird uns hoffentlich Obdach gebieten. Oder gewähren. Gebieten. Bieten oder gewähren. Aber nicht gebieten oder wehren. Falsch. Nee, bei dem will ich nicht. Achso, das war der mit dem Stempel. Wie denn damit? Komm mal. Oh. Schwimmflossen. Hat einer gesagt, ich soll das klauen, weil er nicht hingeguckt hat. Merken die das echt nicht, wenn die nicht hinsehen? Müssten ja jetzt eigentlich irgendwie angry sein, ne? Wenn sie es gemerkt hätten. Da gibt mir immer noch alles. Ich glaube, die sehen dann auch anders aus. Die gucken dann voll blöd. Ach, irgendwie weiß ich doch nicht. Mensch, wo kann ich denn hier pennen? Komm, hier ist Platz. Da passt gerade so mein Bett hin, mein Reisebett. Yes, passt. Hatte ich doch schon drin. So. Ein kleines Nickerchen und dann geht's ab nach Hause. Ist ja noch ein weiter Weg. Richtung, weiß ich, ist diese hier. Wir haben das schlaue Buch. Wir gehen jetzt zu dem Dorf. Von dem Dorf gehen wir hier über die Brücke und dann sind wir schon da. Ist ein bisschen kurz, so auf der Karte. Da müssen wir aber zwischendurch durch eine kleine Schlucht. Wobei wir können auch dran vorbeilaufen. Das ist nämlich eine Schlucht, wo also ja Wasser drin ist sozusagen. Wie so ein Bergsee und da in dem See ist ein Dorf an dem Hang. So richtig komisch. Ich probiere mal dran vorbeizulaufen. Da sehen wir das nochmal ganz gut. Vom Ufer gegenüber sozusagen. Oder der Klippe gegenüber. Das ist wirklich voll die Klippe. Und der ist mir, glaube ich, schon mal aufgefallen. Da hinten, das ist schon richtig fast. Diese toten Bäume waren da nämlich auch. Und ich bin das letzte Mal hier durch den Dschungel gerannt nach Hause. Es war schlimm. Ah, beim letzten Mal bin ich da runtergegangen. Also auf dem Hinweg. Feuchtes Gras sieht eher trocken aus. Rechte Hand ist jetzt das Dorf zu sehen. Hallo? Mir ist aufgefallen, die haben da unten ganz viele Löcher drin. Da ist das Dorf. Das ist so krass, ne? Da ist ein Enderman. Oh, ich darf den nicht angucken. I'm hungry. Really? Also mit dem Rindfleisch ist echt genial. Nur das könnte er sich mal schneller reinstopfen hier, das Steak. Das Beef Wellington. Okay, das geht doch noch vom Weg. Was haben wir denn da noch so Schönes drin? War da Chili wieder? Ja. Und so, ja. Aber ich glaube, was Neues ist trotzdem dabei. Das sehen wir dann, wenn wir zu Hause sind. Moment. Ah, nee. Das sah nur von oben so aus. Jetzt bin ich ja doch halb im Dschungel wieder drin. Macht nichts. Ich muss hier. Ah, okay, doch. Es ist. Wir müssen einmal uns irgendwo hochbauen. Oder hoch. So hochklettern halt.
Oh nee. Ich hätte gerne Zugverbindungen zu diesen anderen Dörfern. Die Hundsrute, die Himbeerrote, hatte ich auch schon. Schwedischer Efeu. Du gehst denn das schwedische Gardinen, mein Freund? Warte mal, bin ich. Die habe ich auch schon mitgenommen, einen davon. Ah ja, hier, nee, da sind wir noch nicht an dem Fluss. Liegt direkt geradeaus. Keulenbärlapp. Ich kenne nur Bärle auch. Das ist voll lecker. Oh, der Pilz. Pilz mich nicht an. Ah, Pilze, gutes Stichwort. Brauche ich ja auch noch. Wo ist er denn? Habe ich. Hätte ich eigentlich mehr mitnehmen können unterwegs, wenn ich hier schon so durchlaufe. Hallo? Brauche ich für Beef Wellington? Wieso kommen denn hier die blöden Pilze? Die brauche ich nicht. Die kannst du mal schön selbst behalten, Wald. Genau. Schweinsohr. Kennt ihr die Schweinsohren, die es beim Bäcker gibt? Habe ich früher voll gern gegessen. Könnte ich mir eigentlich mal wiederholen. Guck mal, da hätte ich auch Spinat gehabt. Gib's mir. So. Hier ist die Brücke. Ich werde es noch auflösen, wie es dann letztendlich genannt wird. Wegen dem einen Pilz renne ich jetzt nicht darüber. Ich spring doch raus. So. Jetzt sind wir eh gleich zu Haus. Sweet home life in the woods. Boah, ist da hin und her die Strömung hier. Was ist los mit euch? Die wissen nicht wohin. Ach ja, das Boot ist ja hier das letzte Mal zersplashed. Alles nichts Neues. Doch, Schalotten sind neu. Nice. Okay, macht nichts. Ich habe in meinem Crafting-Rucksack noch Boote drin. Also so einen kleinen Bogen. Segeln. Oh, der war knapp. So, nein. Hinten ist mein Haus. Geht eigentlich bis zu dieser Mine zu reisen. Man kann auch welche finden, die weiter weg sind. Ganz klar. Ja, da sieht man, es baut sich auf. Boah, cool. Sweet home. Und. Da zerspringt er wieder nicht, ne? Doofes Boot, ey. Ja, ich bin zu Hause. Wir lösen gleich auch. Wie viel Eisen haben wir jetzt mitgenommen? Hier ist noch Glas drin. Kommt da rein. Ein Stack und 43 Stück. Nice. Und hier erstmal den Loot loswerden. Hier, hör mal. Und erstmal gucken, was wir doch noch alles da drin haben. Pack's jetzt einfach komplett willkürlich erstmal runter. Aschehaufen, keine Ahnung, was das ist. Spinnenauge. Schwimmflossen, weiß ich auch nicht, wofür das gut ist. Ich dachte, ich hätte irgendwie. Habe ich noch nicht? Okay. Erstmal jetzt die Blöcke weg. Granit, Pflaster, Kalkstein, hellgrüner Stein. Gurken. Auch hier mache ich jetzt wieder Folgendes. Ich packe das Zeug da rein, das kann sich dann selber ziehen. Schalotten hatte ich doch schon, oder das ist jetzt woanders gelandet. Nein, doch, der setzt das hier hinten hin. Guck, da sind die Schalotten. Und der Rosenkohl. Habe ich noch kein Ro oh, Rosenkohl hatte ich wirklich noch nicht. Ich hatte ja nur hier. Blumenkohl. Oh, Rosenkohl ist auch lecker. Ist alles lecker, also fast alles.
So vieles ist hier lecker. So richtig nice. So, genau, das hatte ich vorhin gesucht. Der Kürbis kommt damit rein, genau wie Holz. Brot, ich packe das jetzt mal damit hin. Die Pier ist neu. Bohnen habe ich schon gehabt. Bohnen, Winterkürbis, Brombeer. Ah, ist voll, oder? Artischocken sind neu. Ananas, Ananas. Aubergine habe ich, glaube ich, auch schon. Salz. Habe ich die Aubergine? Ist ja was Lilanes da unten. 5. Also ja, ja, komm, zack, zack. Fäden, ja. Bauzeug, die kommen mal da drüber jetzt. Ne, den brauche ich ja noch hier unten. Das kann weg. Die Schwimmflossen. Weiß gar nicht, wofür das gut ist. Ich packe das erstmal hier oben mit in die Kiste der besonderen Sachen. Mein Bett kommt hier unten mit rein. Dorn, ich weiß echt nicht, wozu sind die gut? Biomes of Plenty, das ist diese Kiste. Ja. Ancient Trees. Das ist was Neues hier. Wurmkraut. Also, das hatten wir doch bestimmt schon mal, oder? Jo. So. Herzhafte, leichte Mahlzeit. Also, damit rein. Huiuiui. Wir haben es gleich geschafft. So. Feuerstein. Der Fred. Hey, Fred. War das mal hier oben mit drin? Ja. Aschehaufen. Keine Ahnung, wofür das gut ist. So. Curry. Curry ist voll. Lauch. Was ist mit dir los, du Lauch? Ah, Latersetzling. Der muss damit rein. European, hatten wir das jetzt schon? Ja, das ist ja nur Farbstoff. Hatten wir echt schon? Krass. Habe ich eigentlich das Zuckerrohr? Erstmal dahin. Kies. Hier nicht. Marmor. Kies kommt hier rein. Schienen. Was waren da unten noch? Ein Parasol. Parasolpilz. Ah ja. Ne, weiß ich gar nicht. Hier ist das falsch drin, ne? Boah, was für eine Tour. Ich bin sprachlos. Das geht so ab. Und damit sind wir jetzt ein bisschen Überlänge. Ich gehe ins Bettchen, gönne mir noch ein Curryblättchen und gehe ins Bettchen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. So wie der Mond, der nach oben geht, da gibt mir auch einen Daumen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon morgen im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss und gute Nacht. Schlaft gut.